heute hier oben auf dem Jakobsberger Hof, Udo Kamps. Warum sind wir hier? Ich bin hier als Vorstandsmitglied der Fritz-Walter-Stiftung Fördervereins und habe die große Ehre, heute bei einer Ehrung dabei sein zu dürfen, und zwar von Ronny Hellström, der zum Botschafter der Fritz-Walter-Stiftung ernannt wird durch den Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz, Roger Lewenz. Heißt also, wir sind noch vor der Veranstaltung hier in unserem kurzen Interview. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, der Ronny weiß noch gar nichts von seiner Ehre. Nein, er war seit gestern in Spanien schon bei mir zu Gast. Und er hat keine Ahnung, was passiert. Also er wird Botschafter der Fritz-Walter-Stiftung. Dann bekommt er heute auch eine eigens eingespielte CD geschenkt, die auch dann vermarktet wird mit einem Lied über Ronny Hellström. Wahnsinnsgut. Und dann kommt noch eine Torte. Wir haben Sektempfang, wie gesagt, paar Begrüßungsworte, viel Presse hier. Euch wie in Rehns dabei. Ihr dürft nicht fehlen, wenn hier in der Region was stattfindet. Und er weiß wirklich nicht, was passiert, und das ist gut. Er wurde vor wenigen Tagen 70 Jahre alt, und das ist der offizielle Anlass ihm gegenüber. Das heißt also, er wurde unter Vorspiegelung falscher Tatsachen nach Spey zu dir nach Hause gelockt. Ja, auf jeden Fall. Also richtig falsch. Es geht um Ronny Hellström. Ronny Hellström ist eine schillernde Persönlichkeit, ein Aushängeschild des 1. FC Kaiserslautern und mit Sicherheit auch ein idealer Botschafter für die Fritz-Walter-Stiftung. Wie kamen Sie ausgerechnet auf ihn? Ich nehme an, dass Sie 1974 bei seiner Verpflichtung auch schon irgendwo dabei waren. Wieso hat er beim Kaiserslautern unterschrieben und nicht, was ich, Barcelona oder Rom oder sonst irgendwo auf der Welt? Man kann sagen, das war ein Glücksfall, denn der damalige Präsident Müller hatte ein gutes Gespür für den Spieler Ronny Hellström und er hatte ihn noch verpflichtet vor der Weltmeisterschaft. Und ich glaube, nach der Weltmeisterschaft wäre es unmöglich gewesen. Wäre er zu teuer geworden. Wäre er nicht zu bezahlen gewesen für den 1. FC Kaiserslautern. War im Nachgang, also kann man sagen, ein absoluter Glücksgriff, Ronny Hellström, der fliegende Wikinger, für den Kaiserslauterer Sportverein und aber auch für die Nationalmannschaft und so weiter. Er war ja später einer der weltbesten Torhüter. Es war definitiv ein Glücksgriff für den 1. FC Kaiserslautern, weil erstens war er ein ausgesprochen guter Torhüter, aber er war auch eine unheimliche Persönlichkeit. Und er war auf dem Platz und neben dem Platz immer ein Beispiel, wie man sich im Sport auch verhalten kann, nämlich sehr, sehr positiv. Und insofern schreibt er eben auch die Geschichte von Fritz Walter eben idealerweise fort. Ronny Hellström hat ihn, glaube ich, noch persönlich gekannt. Ja, das ist richtig. 1974, das war ja auch noch eine sehr aktive Zeit von Fritz Walter in der Wahrnehmung seines 1. FC Kaiserslautern. Und ich weiß von Ronny Hellström, aber auch noch von Fritz Walter, den ich auch kennengelernt habe, dass beide eine sehr hohe Wertschätzung füreinander hatten. Ja, Herr Kessler, herzlichen Dank für das kurze Statement. Hoffen wir, dass die Veranstaltung, wir machen dieses Interview ganz kurz vorher, ein voller Erfolg wird. Und wir freuen uns schon auf Ronnys erstauntes Gesicht, wenn er von der Ehre erfährt, von der er bis jetzt nichts weiß. Da freuen wir uns alle drauf, ja. Besten Dank. Er war die Nummer 1 auf dem Platz, unser Mann im Tor. Zum Heimspiel auf dem Betzenberg fuhr er mit seinem Volvo vor. Wir holten uns Autogramme, denn er war unser Held. Ronny Hellström war der beste Torermann der Welt. Ronny, Ronny, fliegender Wikinger. Ronny, Ronny, fliegender Wikinger. Das war wirklich ein schönes Geburtstagsgeschenk nachträglich und ich glaube, das ist eine Hymne, die werden wir noch häufig zu hören bekommen. Also, ganz herzlichen Dank an alle, die heute Morgen gekommen sind und ich will an der Stelle nochmal sagen, lieber Kessler, vielen Dank auch für die Arbeit unseres Fördervereins. Man kann es gar nicht oft genug sagen, ihr macht viele, viele Fritz-Walter-Abende, seid unterwegs, ihr sorgt dafür, dass dann bei der Gala auch immer ein schöner, stolzer Betrag als Scheck übergeben werden kann und das ist immer Einsatz und Arbeit in der Freizeit. Ronny Hellström, Botschafter der Fritz-Walter-Stiftung. Das ist die Urkunde, die nach Miro Klose dann die beiden, Markus Merck und Ronny Hellström, zu Botschaftern unserer Stiftung macht. Und dafür will ich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen. Wir sind stolz, wir freuen uns. Danke, dass ihr mit im Boot seid.
So, alle mal lächeln, Kollegen. Ja. Mit Abstand das beste Bild jetzt. Deswegen war der. Kam ich auf die Idee. Und jetzt alle mal hochgucken bitte, alle in die Kamera, Olli, so weiterschneiden. Ich habe gemerkt, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Ernennung des Botschaftertitels. Ich meine, außer Weltschiedsrichter und Zahnarzt, jetzt noch diesen Titel. Wie viele Titel haben Sie eigentlich? Na gut, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ich habe vor 15 Jahren schon mal irgendwann auch so ein Buch mal eine Passage geschrieben, die hieß Ausgezeichnet. Also es sind viele, viele Titel im Laufe der Jahre geworden. Aber es ist natürlich immer wieder toll, aber das ist hier ja mehr. Ich glaube so, wer Fritz Walter persönlich kennen dürfte, und das ist ein großes Privileg und ich habe es eben ja schon mal gesagt, so eines der markantesten Dinge, deswegen sind Titel sind immer so eine Sache, ist Demut. Das ist so der Wert, ja, den ich am meisten von Fritz Walter mitgenommen habe. Ja. Wie er seine riesigen Erfolge, seine persönlichen und für unser Land eben nie zelebriert hat, sondern war immer der Mensch geblieben, das hat ihn ausgezeichnet. Und ich, für mich ist es eine Riesenehre gewesen, ich bin da stolz drauf. Mit dem Begriff Stolz bin ich auch sehr sparsam. Fritz Walter persönlich kennenlernen zu dürfen, ein Freund von ihm sein zu dürfen, das war was ganz Großes. Und ich habe ihn das erste Mal bewusst wahrgenommen, 1970 am 31. Oktober. Und die Fans von Fritz Walter wissen, 31. Oktober ist Fritz' Geburtstag. 1970, 20 geboren, er wurde 50 Jahre, er bekam damals im Stadion auf dem Betze von dem damaligen Ministerpräsidenten Dr. Helmut Kohl das Bundesverdienstkreuz. Und ich war ein kleiner Junge, der gekickt hat. Wir durften das Vorspiel machen, standen dann Spalier. Und es gibt ein legendäres Bild, wo Fritz sich gerade zu mir runterbückt. Das waren so die Anfänge und das ging dann immer weiter. Mein erstes Bundesligaspieler schickte 24 Piccolos. Die haben 24 Spiele gehalten. Manche haben gesagt, viele haben gesagt, wahrscheinlich hat er das Piccolo schon vor dem Spiel getrunken. So war es nicht. Das ging dann immer weiter. Er saß, kam zu mir in die Praxis. Wir haben uns Stunden unterhalten. Fantastische Zeit, fantastischer Mensch, deswegen ist es natürlich eine große Ehre, eine Verpflichtung, Zeit. Waren Sie ein behandelnder Zahnarzt? Ja, dann natürlich, das war immer so in der Mittagspause, Fritz rief dann an, so, sag ich, Fritz, komm bitte so um 12, weil ich wusste, es wird immer länger, nicht wegen der Behandlung, sondern weil wir viel zu erzählen hatten. Ja. Fritz war einfach immer Mensch geblieben und deswegen ist es gerade in unserer heutigen Zeit, ist es ja nicht nur eine Verpflichtung, sondern es ist eine Ehre, diese hohen Werte weitertragen zu dürfen. Zu Ihrer Person, stimmt es, dass Sie in Gelsenkirchen Stadtverbot haben? Nö, das ist so eine schöne Geschichte, klar. Und es ist natürlich herrlich, bezieht sich ja darauf, dass ich der Schiedsrichter war, der Schalke 04 zum Meister. Schalke den Meister verbaut hat. Nein. So sieht es der Negative. Ja. Ja, die Positiven sagen, durch mich sind sie Meister der Herzen geworden. Ja, nicht so. Ist natürlich nicht unbedingt jetzt die Liebesbeziehung, wobei das nicht mit mir etwas zu tun hat, sondern eigentlich mit den Schalker Fans. Ja, ja. Absolut verständlich. Wenn ich habe da das damals am Radio verfolgt. Sind Sie auch Schalker? Live. Ja, sind Sie ja auch Schalker? Nein. Ich bin eher lauterer Fan. So ist das nicht. Aber da weiß jeder an dem Tag, wo er war. 2001. Ja, ich war im Dienst auf dem Bahnsteig in Koblenz Hauptbahnhof. Wir durften kein Radio hören. Ich habe trotzdem gehört. Und Schalke war Meister. Und dann gibt der Merck einen Freistoß, der Andersen tritt an, schießt einen Ausgleich, Sense. So ist es. Und welche weiteren Geschichten kennen Sie noch aus der Karriere? Ja gut, die ganzen Dinge, die dann halt so immer wieder gelaufen sind, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, wenn Merck kam, ich meine, dann haben sie alle gewusst, da kommt der Zahnarzt, wenn wir Scheiße bauen, der zieht uns den Zahn. Ja gut, manche haben auch gesagt, der geht uns dann ganz schön auf den Nerv. Ja, das passiert natürlich als Schiedsrichter. Aber es geht ja auch darum, das war für mich immer wichtig, eben auf den Platz zu gehen. Ich war nicht wichtiger als Schiedsrichter. Indirekt schon, ja, weil ich ein Teil war, wenn es ein gutes Spiel wurde. Wenn möglich, der Teil, der am unauffälligsten wieder das Spielfeld verlässt, feiern sollen sich die anderen lassen. Das war immer meine Devise. Deswegen, wenn wir gerade bei dem Thema Schalke sind, kam das auch für mich nach dieser großen Diskussion, nach diesem hochemotionalen Event, vor allem für alle Schalke-Fans, eigentlich nicht mehr in Frage, in Schalke zu pfeifen, weil ich der Mittelpunkt gewesen wäre eines Spiels. Und ich wollte nie der Mittelpunkt eines Spiels sein. Ich meine, wer so lange Schiedsrichter ist, so viele Höhen vor allen Dingen erleben dürfte. Aber natürlich, das gehört im Leben dazu. Wer Höhen hat, hat auch irgendwo Tiefen. Der kann natürlich auch mit Kritik umgehen. Er muss es können.
Ich glaube, das ist ein Teil, sonst wären sie auch nie ganz groß geworden. Auf der einen Seite für große Spiele in Frage gekommen, aber was für mich eben wichtiger war, sich über einen unfassbar langen Zeitraum eben in der ganz schweren Entscheidungssituation eben etabliert zu haben. Das wissen wir, das ist die große Kunst im Leben, nicht nur nach oben kommen, sondern sich zu halten. Das ist richtig. Ja, ich habe ja selbst die Ehre gehabt, 14 Jahre die Pfeife zu schwingen. Zum Fußballer hat es irgendwie nicht gereicht, ne? Da hat man gesagt, dann nimm die Pfeife, okay, habe ich gemacht. Also ich kenne die Gemengelage in der Wobei man sagen muss, es ist nicht bei allen Schiedsrichtern so, dass sie deswegen Schiedsrichter werden, weil zum Fußball er nicht reicht. Er ist die Ausnahme. Ne? Sie wollen das ehrlich betonen, dass Sie gut Fußball gespielt haben. Oh ja, ich habe mit 5 Jahren damals, es war eine Zeit, gab es ja damals noch gar nicht. Ah. Es hat sich erst so die E-Jugend für 8- bis 10-Jährige gegründet. Mhm. Ich bekam eine Sondergenehmigung, mein Spielerpass, den habe ich heute noch zu Hause. Mit 5 Jahren, damals noch so ein schönes rotes Dokument, hat der FCK für mich besorgt. Es gab keine Fußballschuhe in dieser Größe, Schuhgröße 30. Ich habe mit den ersten Worten, die ich schreiben konnte, einen Bittbrief zu Adidas geschickt. Ja? Ein paar Wochen später bekam ich Schuhgröße 30, als Modell uns Uwe, benannt nach unserem Uwe Seeler und wunderbar vorne noch mit Stahlkappen drin. Das ist ja Wahnsinn, ne? Ja, Dr. Merck, herzlichen Dank für das Interview für Wien Rehns. Ich hoffe, wir sehen uns bei irgendeiner Gelegenheit mal wieder. Dann können wir noch so ein paar Schmökern austauschen. Ja. Und ging noch stundenlang. Stundenlang, genau. Okay, herzlichen Dank. Alles Gute, vielen Dank. Ihnen auch. Ja, Ronny Hellström, eigentlich hast du schon alles gesagt. Was fällt uns noch ein? Was könntest du noch sagen, was noch gesagt werden müsste? Ja, ich habe alles, wie du gesagt, alles gesagt, aber ich bin sehr, sehr froh, nochmal zu sagen, dass ich hier eingeladen heute und dann Botschafter für Zweite Stiftung bekomme. Fantastisch. Das war fantastisch. Ich habe dann auch gesagt, ich habe Fritz persönlich erkannt diese Jahre und dafür bin ich sehr stolz, dass sie in diese Creme und drin ist. Was ist das spektakulärste Tor, das du jemals fangen musstest? Oder besser gesagt, das Tor gegen dich erzielt wurde? Ja, fangen musst, was war in einem Spiel gegen Rot-Weiß Essen. Ich fange eine Flanke und in dem Augenblick falle ich runter, attackiert von einem Spieler. Und dann höre ich einen Pfeif auf der Tribüne. Und sie hat natürlich geglaubt, das war der Schiedsrichter, der gepfiffen. Aber so war es nicht. Das war ein Zuschauer. So, ich legte den Ball runter, wollte Freistoß für uns geben. Dann kam der Ente Lippens, alle kennen Ente, Lauer, Auge Ente Lippens. Ich glaube, ich kenne die Szene. Wo hat den Ball in Tor geschossen? Und wir haben 1-0 zurückgelegt und später dann 5-0 verloren. Das war der Rebek wollte mir jetzt mit Ohren erziehen oder irgendwie so, so Tore. Wie kommt der Junge aus Malmö über Hammarby nach Kaiserslautern, hast du eben erzählt. Gibt es irgendetwas, was dich dazu bewegt hat, ausgerechnet in Kaiserslautern zu unterschreiben, nicht in Köln, in Barcelona oder in Rom? Das war natürlich Roland Samper. Und ich habe gewusst, wie Roland gewohnt hier auch. Ich war, wie gesagt, damals hat er ein Freundschaftsspiel gegen den FCK gemacht und nach dem Spiel sind wir heim zu Roland. Und ich habe genau gewusst, ich brauche keine Wohnorte so gucken. Ich wusste, dass da in diesem Haus, wo ich wohne, wenn ich herkomme. So, das war ganz einfach für mich zu wählen, das ist nach laut. Und dann natürlich Roland, seine Frau, war fantastisch behilflich zu sein, wenn wir unter meine Frau gekommen sind. Also es war sozusagen Liebe mit Lautern auf den ersten Blick. Ja, absolut, absolut. Ich muss sagen, ich habe nicht so viel über, vor Roland war, habe ich nicht so viel über Kaiserslautern gewusst. Ich habe gewusst, dass da war 4, 5 Weltmeister damals mit dabei in Ungarn, aber sonst nicht so. Wie oft habt ihr die Bayern geschlagen? Ich kann mich an ein Spiel erinnern, da warst du nicht mehr aktiv, aber du hast selbst in deiner aktiven Zeit öfter gegen die Bayern gespielt. Ja. Wie oft habt ihr sie geschlagen? Ja, also erste Jahr haben wir verloren auf der Betze, 1-0. Letztes Jahr haben wir auch verloren, Freistoß durch Augenthaler. Und dadurch habe ich 8-mal gewonnen, in einer Reihe auf der Betze. Und 2-mal in München habe ich gewonnen. Ja, das heißt ja nicht umsonst, der Betzenberg ist der höchste Berg Fußball Deutschlands. Da kommt keiner so schnell rauf. Nee, so hat auch Paul Breitner gesagt. Wollte nur Schuhe hinschicken. Okay, Ronny, danke für die Worte. Okay. Und nochmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Ernennung. Dankeschön. Zum Botschafter der Fritz-Walter-Stiftung. Und Wien Rehns freut sich natürlich, dass wir dich kurz interviewen durften. Ich komme gerne zurück. Schöne Ronny, Gegend. Herzlichen Dank. Danke dir. Dirk, tschüss.